Nummer 10 und 11. Brotzki, guten Tag. Guten Tag, Frau Brotzki. Hier ist Jan Schmidt, der Klassenlehrer von Marek. Guten Tag, Herr Schmidt. Frau Brotzki, ich möchte Sie über ein neues Angebot unserer Schule informieren. Herr Scholz, der Deutschlehrer von Marek, sagt, dass Ihr Sohn viel besser in Deutsch geworden ist. Aber er hat leider immer noch Probleme in Mathematik. Ja, ich weiß. Wir haben auch schon an Nachhilfe gedacht. Aber das ist teuer. Ja, deswegen rufe ich Sie an. Bei uns in der Schule gibt es seit kurzer Zeit eine Hausaufgabenbetreuung für die Kinder, täglich nachmittags in der Zeit von 13 bis 14 Uhr. Dieses Angebot kann ich Ihnen für Marek sehr empfehlen. Vielen Dank, davon wusste ich noch gar nichts. Und dort bekommt er Hilfe in Mathematik? Ja, und in allen anderen Fächern auch, wo es nötig ist. Sie können sich im Sekretariat weiter über die Einzelheiten informieren. Vielen Dank für den Rat, Herr Schmidt. Das ist bestimmt eine gute Möglichkeit für Marek. Gern geschehen. Viel Erfolg und auf Wiederhören. Nummer 12 und 13. Guten Tag. Guten Tag, Herr Kowalski. Ich habe noch Fragen zu meinem Antrag auf Wohngeld. Ich habe schon das meiste ausgefüllt. Können Sie mal schauen, ob alles stimmt und was noch fehlt? Mal sehen, Herr Kowalski. Ja, eine Frage. Nutzen Sie die Wohnung oder einen Teil davon für Ihren Beruf als Arbeitsraum? Also arbeiten Sie auch selbstständig? Benutzen Sie die Wohnung beruflich? Nein, nein. Ich arbeite hier am Flughafen. Ich bin angestellt. Diese Arbeit habe ich vom Jobcenter bekommen. Die Verdienstbescheinigung habe ich auch dabei. Und alle anderen Papiere, auch den Mietvertrag, habe ich ja abgegeben. Gut, alle Papiere sind da. Hier fehlt aber noch Ihre Unterschrift. Wie lange wird es dauern, bis der Antrag bearbeitet ist? Nun, ich denke, in 4 Wochen bekommen Sie Bescheid. Nummer 14 und 15. Guten Tag. Guten Tag, Frau Mavinga. Sie interessieren sich also für die Stelle als Verkäuferin? Ja, ich habe schon in meinem Heimatland in einer Boutique gearbeitet und das hat mir großen Spaß gemacht. Das habe ich in Ihrer Bewerbung gelesen. Ihre Zeugnisse waren ja auch sehr gut. Frau Mavinga, wir suchen jemanden, der auch jeden Samstag voll arbeiten kann. Das ist für mich kein Problem. Wie sind denn die Arbeitszeiten? Im Moment suchen wir eine Teilzeitkraft, 20 Stunden pro Woche. Am Samstag müssten Sie 8 Stunden arbeiten, die anderen Stunden dann an den restlichen Tagen. Möchten Sie ganze Tage arbeiten oder lieber öfters halbtags? Eigentlich suche ich eine Vollzeitstelle. Also, es ist gut möglich, dass wir die Teilzeitstelle in eine Vollzeitstelle umwandeln werden. Das entscheidet sich im nächsten Quartal. Ja, das hört sich gut an. Gut, wir sagen Ihnen dann Bescheid. Nummer 16 und 17. Guten Tag. Ich habe vor 2 Wochen meine Waschmaschine zur Reparatur gegeben. Ich warte immer noch. Das tut mir leid. 2 Mitarbeiter sind krank, deshalb konnten wir Ihre Waschmaschine noch nicht reparieren. Ich brauche sie aber dringend. Können Sie mir nicht ein Ersatzmodell geben, bis meine Waschmaschine fertig ist? Das ist schwierig. Wenn Sie noch ein paar Tage warten können, wir führen die Reparatur sofort durch. Wir liefern Ihnen Ihre Waschmaschine dann spätestens am Samstagvormittag oder schon früher, wenn es möglich ist. Wären Sie damit einverstanden? Gut, aber dann hätte ich jetzt doch gern einen konkreten Liefertermin.
Wir können Ihnen am Donnerstag Bescheid sagen. Wir rufen Sie an und machen mit Ihnen einen Termin für Freitag oder Samstag aus. Ich arbeite immer nachmittags, auch samstags. Kein Problem. Wir können auch morgens ab 7 Uhr vorbeikommen. Gut, bis dann. Auf Wiedersehen. Ende von Teil 3.